Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Und herzlich willkommen, ich weiß nicht, was gerade runtergefallen ist. Keine Ahnung, ist egal. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Unboxing hier bei mir auf YouTube. Jawohl. Ich war etwas überrascht, denn ich hatte ja noch in dem Horrorbox-Unboxing von der Kingsloot gesagt, hey, boah, die Legends-Box ist total geil. Und dann hat mich der gute Philipp doch tatsächlich überrascht. Warte mal, Windows-Update, leck mich, morgen. So. Dann hat mich der gute Philipp von Kingsloot doch tatsächlich überrascht und hat mir mit der Kingsbox doch tatsächlich die Legends Kingsbox noch mitgeschickt. Also die Legends Box, Legends Kingsloot noch mitgeschickt. Ha, Wahnsinn. Und natürlich auch hier die normale Kingsloot, die wieder aussieht wie Schweinepeter. Es ist immer wieder toll. Ich liebe DHL. Guck dir das an. Es ist der Hammer. Hier ist ein Loch drin, da, dann. Hier ist eingedrückt. Ja, also ist, sieht super aus. Ich bin restlos begeistert. Ja, das ist wirklich, es ist einfach toll. Das ist einfach toll. So, das Thema war Robotik. Und wir haben tolle Sachen hier drin. Wie zum Beispiel einen Amiibo. Und ich bin super hype, weil ich bin... Oh. So, habe ich gerade Play gedrückt scheinbar über die Tastatur. Ich bin im Moment so ein bisschen im Amiibo-Hype, muss ich sagen. Aber natürlich nicht ausgepackt, sondern boxed. Ja, ich sammle die Dinger momentan boxed und ich muss sagen, die Amiibos ist total geil. Ich liebe Amiibos mittlerweile. Und hier haben wir einen zu. Wer ist das? R.O.B. Also Rob. Ja, das kleine Robotermännchen. Ja, sehr, sehr schön. Hübsches Ding kann man natürlich, wie immer da hinten drauf zu sehen, auch verwenden, um eben auf der Wii U oder auf der Switch geht das auch, oder auf dem Nintendo 3DS eben eine Spielfigur in-game freizuschalten oder ein spezielles Feature oder was auch immer. Coole Sache. Da ist das T-Shirt, das machen wir gleich. Was ist das? Das ist ein Midi-Light. Ich habe eine Erkältung. Ich habe es tatsächlich geschafft, mir nach dem Duschen mich von Ventilator zu setzen und mir eine Erkältung einzufangen. Ist das nicht toll? Das ist ein Midi-Light zu Star Wars. Es hat ein Batterieschraubfach. Ja, man kann es da unten aufschrauben, dann kann man da Batterien reinmachen und ist das ein Licht. Ja, es ist so eines von diesen Star Wars Items, wo ich sage, also ich muss sagen, bei Star Wars, es gibt ja alle möglichen Sachen, also man muss halt hier oben so drauf drücken. Es gibt von Star Wars mittlerweile allerhand Items und ich muss sagen, es ist zwar cool, es gibt richtig viele coole Items, es gibt aber auch eine Menge Plastikschrott, muss man einfach ganz klar dazu sagen, und ich würde diese Lampe jetzt da einfach auch mal dazu zählen. Ich schätze nicht, dass sie besonders hell macht, aber so als kleines Schreibtischlämpchen ist das bestimmt ganz lustig. Allerdings muss ich ganz klar sagen, designtechnisch ist das eine heidene Katastrophe. R2-D2 ist oben nicht rund. Und R2-D2, ja, mein Gott. Also wer drauf steht, ich finde es jetzt ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich muss mal ein paar Batterien reinmachen. Sind natürlich hier beim Star Wars Item selbst keine dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht irgendwo noch welche drin sind. Dass die Kingsloot da vielleicht mitgedacht haben, die Jungs. So, was haben wir hier noch? Exterminate. Das sind Festival Wristbands. Es gibt zwar kein Festival zu Doctor Who, zumindest kenne ich keins, aber es gibt Festival Wristbands. Ja. Ja. Braucht man sowas? Weiß ich nicht. Ich finde sie nicht schlecht. Ich finde, man kann die schon ganz gut sammeln, die Dinger auf jeden Fall. Einfach irgendwie, weiß ich nicht, an der... Hier, um das Ding zum Beispiel rummachen. Ja, so. Da könntest du die wunderbar drum machen und könntest die dann wunderbar sammeln. Ja, ist ein kleines Filler-Item, aber passt schon. Ist cool. Und es ist von Doctor Who. So, was haben wir hier? Oh Gott, diese blöde Fuck-Erkältung. Das ist nochmal Doctor Who. Jawohl. Ich kenne die Charaktere da drauf jetzt nicht, weil ich habe Doctor Who bis jetzt gerade mal 2 Folgen von der ersten Staffel gesehen. Aber hier, bitteschön, das sind Coaster. Ne? Also, wo man seine Gläser draufstellen kann. Gerade jetzt im Sommer ist das natürlich wunderbar. Wenn man was Nasses, was Kaltes hat, kann man das da draufstellen. Und diese Dinger sind sau hochwertig. Die sind nicht einfach nur sofort durchgeweicht, wie die Dinger, wo man im Restaurant oder sowas kennt, diese Pappdinger, sondern das sind richtige auf Kork gezogene, mit coolen Motiven von Doctor Who bestückte Coaster. So, dann geht's weiter mit dem Pin. Und dieser Pin, was ist der Pin? Don't Panic. Kenne ich nicht, aber sieht cool aus. Der King Pin. Ja, die sind ja mittlerweile so gestaltet, dass sie tatsächlich Loot Crate,
King's Loot Exclusive sind. Ja, mit diesem wunderbaren Logo vorne drauf. Wer das genau ist. Ich weiß es nicht. So. Dann haben wir da ein T-Shirt. Wir haben, was ist das? Was ist das? Boah, sehr geil. Oh, das ist cool. Superheroes. Das ist mega geil. Das ist auf einen Holzrahmen gedruckt. Das ist wie so eine Art PVC oder sowas. Boah, das ist cool. Das ist sehr geil. Superheroes. Boah, das ist mega geil. Man of Steel. Also von der Qualität her finde ich das mega geil. Ihr seht das hier, das ist so draufgetackert. Das ist quasi... Ich weiß nicht, was das für Material ist. Ist das so... Das ist so ein bisschen das gleiche Material. Wie kennt ihr diese neuartigen Taschen? Diese Plastiktaschen, die man kaufen kann? Aus wiederverwertbarem Material. So ähnlich ist das. Das ist ziemlich geil gemacht. So eine Leinwand, ne? Richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Das ist ein cooles Item. Auch super sauber gefaltet und alles. Hübsches Ding. Kannst du dir natürlich aufhängen, ne? Ist klar, ballerst du dir den Nagel in die Wand und dann kannst du das aufhängen. Das ist ein sehr geiles Item. Das gefällt mir richtig gut. Superheroes. Juhu. So, dann haben wir hier drinnen noch... Was ist da noch? Destroyer. Wir kennen sie. Die ist irgendwie gefühlt, sind die in jeder Box diesen Monat drin gewesen. Da habe ich jetzt eine ganze Vorratspackung von. Dann haben wir noch das King's Book. Und wir haben Werbung. Und zwar zur Gamebox. Und die könnt ihr noch. Und das ist eine ganz wichtige News. Noch bis... Alter. So, mach ich mal das scheiß Headset aus. Diese Gamebox hier, die könnt ihr noch bis zum 31. bestellen. Also bis heute. Oder morgen. Oder heute. Je nachdem, wann das Video rauskommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heute oder morgen könnt ihr dieses wunderbare Ding noch bestellen. Die Gamebox von King's Loot. Ich freue mich drauf. Die kommt dann nächsten Monat. Und den Monat darauf kommt dann wieder die Horrorbox. Und dann kommt wieder eine Gamebox. Und das wechselt sich halt immer so ab. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Die Box ist soweit leer. Und wir gucken uns jetzt noch das wunderbare T-Shirt an. Und ich bin very, very excited. What's on the T-Shirt drauf? Die King's Loot T-Shirts sind immer sehr, sehr schön. You will be assimilated. Boah, wer ist das? Ist das der... Ich zeig's euch einfach mal. Ich glaube, ist das dieser... Boah, wie heißt denn der? Ja, das ist der T-Shirt. Wunderbar. Und während ihr euch das anguckt, gucke ich mal ganz kurz. Es müsste, glaube ich... Was ist das? Ah, das ist die Legends Box. Moment. Das ist... King's Loot Exclusive. Scrap Collector. Ist das nicht dieser... Wie heißt denn dieser blöde Roboter? Ich habe den Namen vergessen. Verdammt. Aber ich glaube, das ist der. Es müsste er sein. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich kann ihn aber gerade überhaupt nicht zuordnen. Also, ich kann ihn schon zuordnen, aber ich habe den Namen vergessen, verdammte Axt. Aber das T-Shirt sieht cool aus. Ist lustig. Ein kleiner, süßer Roboter, der aufräumt. Das ist doch cool, muss ich sagen. Sehr, sehr nice. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Was kann man hier noch drinnen sehen? Gamebox, natürlich, klar. Spoiler Inside ist auch klar. King's Box haben wir hier. Wunderbar. Preislich gesehen brauche ich euch da, glaube ich, nicht groß was zu erzählen. Das ist alles auf jeden Fall vollkommen on spot oder on point, besser gesagt. Ja. Und am coolsten, muss ich sagen, finde ich tatsächlich hier den Amiibo. Ja. Und das Geile an diesem ROB ist, der ist in den Famicom-Farben. Und Famicom, ihr wisst ja, ist der gute, alte, klassische Super Nintendo Entertainment System, der SNES. Ja. Und in diesen Farben ist dieses wunderbare Ding hier gehalten. Oder Famicom? War SNES, ne? Ich glaube, oder? Moment. So, also jetzt nochmal ganz offiziell, es handelt sich hierbei um die Farben des Famicons. Und das Famicom ist tatsächlich in den USA, in Japan quasi das Original, das SNES gewesen. Das NES ist sozusagen, jetzt habe ich es auch, eine verbesserte, veränderte Version gewesen für den europäischen und amerikanischen Markt. Jetzt habe ich es. Also das sind die Farben des NES, beziehungsweise des Famicom, ne? Wie es Original quasi heißt. Sehr geil. Ja, doch. Also ich muss sagen, die Box gefällt mir. Hübsch, gut anzusehen, wunderbar. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Checkt mir mal unten die Videobeschreibung, da habe ich euch einmal die Gamebox verlinkt, die ihr noch heute bestellen müsst, wenn ihr sie den nächsten Monat haben wollt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Macht's gut, liebe Freunde. Bis dahin. Und tschüss.